Ja, hallo, jetzt wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu ja, Oxygen Not Included, kann ich heute gar nicht sagen, obwohl das eigentlich stimmt. Und zwar, gibt es Infos über das DLC? Ich bin total gehypt und ich muss euch das unbedingt sofort zeigen. Das ist mir auch gleich egal, ob das Video in einer schlechten Qualität online geht oder so. Ich bin total mega gehypt und deswegen bin ich ausnahmsweise mal nicht im Spiel, sondern auf dem Browser und zeige euch mal, was hier gerade Sache ist. Also das Ganze könnt ihr im Clive-Forum auch selber nachlesen, wenn ihr das möchtet, ist natürlich auf Englisch die Info. Das erste Bild sieht schon mal sehr vielversprechend aus, was direkt auffällt, und da gehen wir auch gleich noch genauer drauf ein. Wir haben hier mehrere Asteroiden, wir haben auf diesen beiden einen Biodrucker, da jeweils eine Flagge ist. Was das bedeutet, können sich die meisten sicherlich denken. Außerdem scheint es Richtung Nuklear zu gehen, beziehungsweise ich weiß, dass es so ist, und das erstmal so als erste Info. Hier gibt es jetzt so ein kurzes Video, das wir uns mal anschauen. Da kann man hier auch verschiedene, ich kann es leider nicht pausieren, aber verschiedene Geräte sehen, an denen gearbeitet wird. Die Schutzanzüge, das sind wahrscheinlich Strahlenanzüge. Eine ganz neue Rakete, weiß wie auch immer die funktioniert, seit sind wir auch schon im selben Loop. Wir versuchen gleich mal auf Sachen einzugehen. Also hier oben haben wir, glaube ich, alles gesehen, die neue Rakete, die auf jeden Fall da ist, und hier unten kann man jetzt noch neue Pflanzen sehen. Hier irgendeinen Flüssigkeitsbehälter, was auch immer da genau drin ist. Vielleicht dann eine Kühlflüssigkeit für die ganzen Nuklearsachen oder so, ich weiß es nicht. Und dann hier haben wir noch eine Maschine und hier sind noch zwei interessante neue Tierchen, oder eins, beziehungsweise zwei schlafen, eins war am Krabbeln. Also das ist das, was ich so hier auf den ersten Blick in dem Video erspiele. Da unten war auch noch irgendein Flugtier neues. Hier oben war jetzt auch noch was. Also da scheint es wirklich viel, viel Interessantes Neues zu geben. Und ich bin wirklich unglaublich gespannt und würde am liebsten gleich loslegen. Aber ja, das ist wahrscheinlich noch nicht so weit klar. So, jetzt kommen wir hier nochmal zu so ein bisschen Text. Ich versuche das einfach mal hier frei zu übersetzen. Und zwar beinhaltet das erste eigentlich nur, oder ich sage euch inhaltlich, was drin steht, dass es jetzt möglich ist, auf den Asteroiden, zu denen wir jetzt mit den Raketen nur fliegen können, auch eigene Kolonien zu starten, die dann jede für sich läuft, aber die man auch miteinander vernetzen kann. Das heißt, wir können zum Beispiel auf dem einen, veredeltes Metall herstellen, fliegen das zu einem anderen Asteroiden, und da erzeugen wir dann zum Beispiel irgendwelche von den neuen Nuklearsachen und fliegen das zum anderen zurück, dass wir so Versorgungsketten bauen, um die einzelnen Asteroiden miteinander zu verknüpfen. Da bin ich wahnsinnig gespannt drauf, was das bedeutet. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es da dann in Richtung Multiplayer ja auch möglich ist, dass der eine baut auf dem Asteroiden, der andere auf dem, wo wir ja gerade selber so ein kleines Multiplayer-Projekt haben, was natürlich anders funktioniert. Aber wenn sowas möglich wäre, das wäre natürlich genial. Wobei ich das jetzt im Text nicht gefunden habe, dass es angekündigt wurde. Vielleicht habe ich es aber auch überlesen, aber selbst wenn es nur eine Person alleine mehrere Kolonien, ich rede mich gerade in so einem kleinen Rausch, also, weil ich mir das unglaublich cool vorstelle. Also, ja, ich freue mich riesig drauf und bin super gespannt, was da auf uns genau zukommt. Ja, dann gibt es jetzt wohl Nuklear in diesem Spiel, das heißt Atomforschung mit allem, was da so dazugehört. Ich bin unglaublich gespannt, und ja, wer Oxygen Not Included bislang kennt, weiß ja, wie realistisch es doch in vielen Sachen ist. Natürlich nicht in allen, das ist, denke ich, nicht möglich, will ich nicht sagen, aber es ist schon in vielen, vielen Sachen sehr realistisch, und ich bin unglaublich gespannt, was da auf uns zukommt, was wir uns da noch anschauen. Ja, dann der dritte Punkt, Space Gameplay, also alles, was mit Raketen und zu anderen Asteroiden zu tun hat, wurde komplett geändert. Nämlich eben dadurch, dass wir zu anderen Asteroiden fliegen können, dort uns niederlassen können, dass wir dort eigene Kolonien gründen, und ja, bin wirklich gespannt, was das zur Folge hat. Ich vermute allerdings, und das steht ja auch teilweise im Text, dass das natürlich deutlich vereinfacht wird, dass ich nicht mehr eine Rakete baue mit allen möglichen verschiedenen Sachen, sondern wir bauen eine Abschussrampe, bauen eine Rakete, bringen Treibstoff hin und die Sache läuft. Weil so sieht es ein bisschen aus. Das wird wahrscheinlich noch nicht das finale Design sein, aber ja, es wird auf jeden Fall sehr cool. Ja, dann geht es noch um neuen Content.
Ja, es wird neue Startbiome geben, sowieso mehrere neue Biome, neue Tiere, neue Pflanzen, neue Ressourcen und so weiter. Also da wird viel, sehr, sehr viel Neues dazukommen. Es gibt wieder viel zu entdecken und ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Neue Eigenschaften wird es wahrscheinlich geben, auch neue Gebäude und ja, alles wird jetzt auch noch gar nicht hier stehen. Manche Sachen fliegen vielleicht auch sogar noch wieder raus, das ist ja manchmal so, aber wäre eigentlich untypisch für Clay. Ja, was natürlich ein Punkt, worauf hier noch eingegangen wird, das war etwas, was ich auch schon mir gedacht habe, ist ja jetzt manchmal schon von der Performance schwierig. Wie soll das laufen, wenn das mehrere Asteroiden sind? Aber ich glaube, da wird man sich was überlegen und auch weiterhin an der Performance arbeiten. Bislang ist Oni ja auch noch so, dass es ja mehrere Prozessoren nicht wirklich unterstützt. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann sich verändert, dass man da im Hintergrund was macht. Aber so sehr will ich da auf die technischen Sachen jetzt gar nicht eingehen. Bin ich auch kein Experte für. Aber das ist etwas, wo ich mir vorstellen kann, was passiert. Ja, dann schreiben sie noch kurz was dazu über das Vanilla Game. Und zwar, dass es dort auch massive Anpassungen geben wird, auch Verbesserungen. Also wenn man sich jemand dieses DLC nicht kauft, wird trotzdem das Spiel sich verändern. Wie genau muss man da dann auch mal abwarten. Ja, hier können wir dann jetzt nochmal sehen, wie das Ganze dann wohl in der Übersicht so halbwegs aussehen wird. Wir haben diese beiden Asteroiden schon miteinander vernetzt. Da sehen wir auch, wie lange ein Transport-Shuttle oder was das darstellen soll, noch unterwegs ist, bis es ankommt. Und ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Eine Timeline gibt es auch. Das habe ich allerdings selber noch gar nicht gelesen, muss ich sagen. Okay, also irgendwann ist es geplant, dass wir das dieses Jahr noch spielen können sollen. Also da bin ich mal wirklich gespannt. Da natürlich ein Hinweis auf Covid-19, dass das natürlich vieles ausgebremst hat und mehr als das will man jetzt nicht versprechen. Und umso näher wir an den Zeitpunkt kommen, werden wir mehr Infos bekommen. Also ich bin super gespannt und ja, dann gibt es noch eine kurze Zusammenfassung. Ja, also ich, genau, wenn ich das hier sehe, can't wait until it's complete, geht mir genauso. Also ich kann es wirklich nie abwarten. Ich will am liebsten direkt loslegen und freue mich jetzt schon auf all das, was da kommt. Ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr auch so gehypt seid wie ich und ja, wenn ihr auch in Zukunft Infos haben wollt über das neue DLC oder auch über andere Sachen, dürft ihr gerne ein Like da lassen und den Kanal abonnieren und ja, dann bleibt mir einfach nur noch zu sagen, macht's gut, bis bald, euer Krillo.